Kronach, an den südlichen Ausläufern des Frankenwaldes. Erfolgreich gegen die anrückenden Schweden verteidigt. Kronach der Türme und Mauern. Geburtsstadt von Lukas Cranach dem Älteren. Stadt des Handwerks und der Industrie. Schulstadt. Stadt mit 1000-jähriger Geschichte. Es gibt noch kein römisches Reich. Rom wird erst in etwa 300 Jahren gegründet. Moses, König David, die Wahl Jerusalems als Hauptstadt. All das sind Namen und Ereignisse, die in die Zeit fallen, als schon auf dem Wolfsberg bei Kronach eine Wehranlage, die sogenannte Heunischenburg, existiert. Diese Anlage aus der Urnenfelder Zeit gilt als die älteste Steinbefestigung nördlich der Alpen. Fundstücke wie Gebrauchsgegenstände und Waffen aus Bronze, Eisen und Ton zeigen eine erstaunliche Qualität, die den Funden der damaligen sogenannten Hochkulturen kaum nachsteht. Drei Kilometer weiter östlich, an der Vereinigung der drei Flüsse Haslach, Kronach und Rodach, siedelten sich ebenfalls schon früh Menschen an. Mit dem ersten schriftlichen Zeugnis aus der Chronik des Tietmar von Merseburg taucht Kronach 1003 aus dem Dunkel der Geschichte auf. Der eigene Landesherr Hetzilo, Markgraf des Ratenzgaues, brannte seine eigene Urbskrana auf der Flucht vor König Heinrich nieder. Fast 120 Jahre später erhält Bischof Otto der Heilige Kronach als Geschenk für die Hilfe am Zustandekommen des Wormser Konkordates. Von nun an wird die Stadt als nordöstlicher Eckpfeiler des Bistums Bamberg ausgebaut und erfüllt eine wichtige Schutzfunktion. Beherrschendes Bauwerk und Wehranlage der Stadt ist die Festung Rosenberg. Sie ist eine der größten Festungsanlagen Deutschlands. Eine Vielzahl von Sicherheitsringen, die Form und Mächtigkeit der Bastionärsbefestigungen, eine ausgeklügelte Wasserversorgung und ein System unterirdischer Gänge, aber auch die Tapferkeit der Verteidiger waren wohl Gründe, warum die Festungsanlage im Laufe ihrer Geschichte niemals eingenommen wurde. Heute ist die Festung Wahrzeichen der Stadt Kronach und Anziehungspunkt für viele Besucher. Dem mächtigen Burgfried vertrauten die Bamberger Fürstbischöfe mehrmals in Kriegszeiten ihren wertvollen Domschatz an. Baumaterial ist übrigens der Kronacher Sandstein, aus dem wegen seiner Güte unter anderem das Berliner Reichstagsgebäude und Schloss Herrenchiemsee erbaut wurden. Die Steinmetzzeichen in den Quadern zeugen von der schweren Akkordarbeit, denn es wurde nach der Anzahl der bearbeiteten Steine gezahlt. Heute hat man die Möglichkeit, Anfang August in der Sommerakademie Kranach-Werkstätten seine Talente in der Bildhauerei auszuleben. Eine Jugendherberge mit über 100 Betten erwartet in dem altehrwürdigen Gemäuer ihre jungen und jugendlichen Gäste.
1983 wurde die Fränkische Galerie, ein Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums, im Kommandantenbau eingerichtet. Es offeriert dem Besucher beispielsweise Werke von Tilman Riemenschneider, Wolfgang Katzheimer, Hans von Kulmbach, Adam Kraft und natürlich von Lukas Cranach dem Älteren. Wer sich für Kunst des Mittelalters interessiert, darf also einen Besuch in der Fränkischen Galerie nicht versäumen. Das ganze Jahr über locken außergewöhnliche Ausstellungen zahlreiche Interessierte auf die Festung. Schon mehrmals diente die Festung für Kino- und Fernsehfilme als imposante Kulisse. Die Masse regt sich klarer. Einen ausgesprochenen Höhepunkt kann der Besucher auf einer der Bastionen erleben. Hier werden zwischen Juni und August Theaterstücke inszeniert, die von der Komödie bis zum tragischen Schauspiel hier Ausschnitte aus Goethes Faust reichen. Hier aber fehlt das Geld. Doch Weisheit weiß, das Tiefste herzuschaffen. In Bergesadern Mauer gründen ist Gold, gemünzt und ungemünzt zu finden. Der Stadtturm und der später erbaute mächtige Salzbau, der heute als Bundesjustizvollzugsanstalt dient, lagen vor den Mauern der Stadt. Auf dem Turm wohnte der Stadttürmer, der über die Stadt wachte. Bei ungewöhnlichen Vorkommnissen, Gefahren oder Bränden, meldete er dies sofort mit Trompetenstößen oder der Weinglocke. Lukas Cranach, der wohl berühmteste Sohn dieser Stadt, soll in einem der Häuser am Marktplatz geboren worden sein. Heute findet sich dort das stattliche neue Rathaus. Die Vorderseite des historischen Rathauses ziert eine Renaissance-Fassade. Die zwei Figuren wurden im Volksmund Wilder Mann und Wilde Frau getauft. Auf seiner Rückseite begegnet uns das Kronacher Stadtwappen. Die ehemalige Markthalle ist immer wieder Schauplatz von Ausstellungen oder Theateraufführungen. Überraschung.
Kronach gehört zu den wenigen Orten, deren Kern noch heute vollständig von einer Stadtmauer umgeben ist. Türme, Wehrgänge und Mauern prägen das Bild der geschichtsträchtigen Stadt. Der Lehlauben- oder Hexenturm war lange Zeit ein Verlies und erinnert noch heute an eine finstere Epoche Kronacher Stadtgeschichte. Einer der ersten Hexenprozesse in Kronach fand um 1580 statt. Der Rosen- oder Pfarrturm, in seiner jetzigen Form, 1579 erbaut, liegt am südlichen Ende des Stadtgrabens und ist beliebter Treffpunkt beim Altstadtfest. In die Stadtmauern regelrecht eingebaut ist die Anna-Kapelle. Ihr Obergeschoss diente als Friedhofskapelle, das Untergeschoss als Beinhaus. Durch ihre Größe und mit ihren ungleich hohen Abschnitten prägt die katholische Stadtpfarrkirche von weitem das Stadtbild. Obwohl in Kronach schon 1180 eine Pfarrei erwähnt wird, dürften Teile der Kirche in ihrer jetzigen Form erst ab dem 14. Jahrhundert errichtet worden sein. Das Nordportal der Kirche St. Johannes Baptista zeigt die Figur von Johannes dem Täufer, der auf das Gotteslamm weist und als schönstes Portal dieser Zeit in Franken gilt. In jedem Fall lohnt sich auch ein Besuch in der Kirche. Die moderne Orgel bietet ein besonderes Klangerlebnis. Der Pfarrhof, Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut, zählt zu den schönsten des Erzbistums Bamberg. Im oberen Stockwerk wohnte im Oktober 1806 Napoleon I. Hier soll der große Franzosenkaiser über die Pläne für die bevorstehende Schlacht gegen die Preußen bei Jena und Auerstedt gebrütet haben. Vor der Kirche öffnet sich, umgeben von zahlreichen historischen Bauwerken, der Melchior-Otto-Platz. Neben dem Johannesbrunnen steht in der Mitte des Platzes die Ehrensäule. Sie trägt das neue Stadtwappen mit den geschundenen Männern als Schildhalter. Während des Dreißigjährigen Krieges fielen den Schweden mutige Kronacher in die Hände, die sich hinter die feindlichen Linien gewagt hatten. Den Ärmsten, Wehrlosen, schlitzte man mit Zangen aus der Feldschmiede die Haut vom Kopf bis zu den Zehen, in Fetzen, grausam vom lebendigen Leibe. Am Vogelherd hat man sie dann verscharrt. Ein Ölbild des Kronacher Malers Lorenz Keim zeigt den Angriff der Schweden auf Kronach, der nur durch die Mithilfe der Kronacher Frauen erfolgreich abgewehrt werden konnte. Was heult ihr denn, ihr Weiber, und steht herum? Haben wir nicht Arme? Haben wir nicht Fäuste? Holt sie zusammen alle in den Straßen und ruft sie, zerrt sie, reißt sie an die Bresche. Heißes Wasser, siedend Öl und Pech. Das können wir bereiten. Wir gießen's ihnen auf die Köpfe. Fordern wir euch auf, das Schloss und die Stadt Kronach zu übergeben. Geschütze in Stellung bringen! Zieht auf die Kanoniere, Männer! Haut in alle drüber, schießt ihn alle auf den Rücken! Gebt Feuer! Feuer!
Das Wappen an der Stadtmauer zeugt noch heute von dem vehementen Angriff der Schweden. Da an dieser Stelle der feindliche Beschuss die Stadtmauer teilweise zum Einsturz brachte, spricht man von der Schwedenbresche. Alljährlich, wenn der Tag sich naht, wo wir Fronleichnam festlich feiern, soll unsere Stadt samt dem gebenedeiten Gut in Prozession zur Rosenfeste wallen. Wegen ihres Mutes und Einsatzes während des Dreißigjährigen Krieges dürfen daher bei der Schwedenprozession die Frauen vor den Männern gehen. Der Kronacher Bürgermeister trägt bei dieser Gelegenheit zwei goldene Ketten, die der Stadt Kronach für die erwiesenen Kriegsdienste vom Bamberger Bischof und vom deutschen König übergeben wurden. Unmittelbar neben der Schwedenbresche führt das Bamberger Tor in die obere Stadt. Es ist das einzige noch erhaltene Stadttor. Da es den Schweden nicht gelang, Kronach einzunehmen, versuchten sie, die Stadt auszuhungern. In ihrer Not ließen die Belagerten eine Häsin, also eine Hasenkuh, auf der Stadtmauer umherlaufen. Als die Angreifer sahen, dass die Kronacher es sich leisten konnten, Tiere trotz der Hungersnot frei laufen zu lassen, gaben sie die Belagerung auf. Auch der Brunnen des heimischen Bildhauers Heinrich Schreiber erinnert an den Schwedensturm. Bürger leben ihre Geschichte. Unter diesem Motto feiern die Kronacher das historische Stadtspektakel. Das Kronacher Bier war wegen seiner Güte schon in früheren Zeiten bekannt, konnte es doch in den bis zu 3 Stockwerken tiefen Kellern in der oberen Stadt gut gelagert werden. Bei mit Bier und anderen Nahrungsmitteln gefüllten unterirdischen Gewölben ließen sich die Belagerungen sicherlich leichter durchhalten. Ein Höhepunkt des historischen Stadtspektakels ist der sogenannte Viertelmeisterlauf. Handwerkermarkt, Theater, Spiele, Kämpfe, Musik, Tanz und vieles mehr binden am letzten Juniwochenende die Gäste in der oberen Stadt in ein historisches Stadtgeschehen ein. We'll be right back.
Wer hat schon einen regierenden Bürgermeister leicht bekleidet auf dem öffentlichen Marktplatz in einen Badezuber steigen sehen? In Kronach ist alles möglich. Ein weitaus größeres, wärmeres und moderneres Badehaus, das Erlebnisbad Kraner Mare, hat Kronach am Kreuzberg zu bieten. Mit Wettkampfbecken, Sprunganlage, Erlebnisbecken, Wildwasserkanal, Perlbucht und einer Riesenrutsche zählt dieses Hallen- und Freibad zu den attraktivsten Oberfrankens. Wer also meint, Kronach sei nur wegen seiner mittelalterlichen Bauwerke und Geschichte eine Reise wert, wird hiermit eines Besseren belehrt. Das aufstrebende Mittelzentrum bietet seinen Bürgern und Gästen eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten und kulturellen Highlights. Landesgartenschau Stadt Kronach, jahrzehntelang im deutsch-deutschen Grenzland gelegen, will mit der Landesgartenschau 2002 und mit dem folgenden 1000-Jahr-Jubiläum 2003 ihren Weg in die Zukunft beschreiten. Sie stellt sich heute als weltoffene Kommune dar, die sich einer nachhaltig umwelterhaltenden Entwicklung verpflichtet fühlt und in der ein hohes Maß an Lebensqualität in jeder Hinsicht geboten wird. Die Bayerische Landesgartenschau 2002 in Kronach war sicherlich ein Jahrhundertereignis in der 1000-jährigen Geschichte der Stadt. Mehr als eine halbe Million Besucher konnten sich 6 Monate an der Blütenpracht und den verschiedenen Darbietungen auf dem weiträumigen Gelände erfreuen. Viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens werteten mit ihrem Besuch dieses Jahrhundertereignis für Kronach auf. Bereits 1444 sind in Unterlagen der Stadt 4 Stadtschützen erwähnt, die für ein Zehrgeld nach Bamberg und Coburg zum Schießen fuhren. Damit zählt die Schützengesellschaft Kronach zu den ältesten Deutschlands. Alljährlich eröffnet ein langer und prächtiger Schützenumzug Kronachs größtes Volksfest und das seit 1588 durchgeführte Kronacher Freischießen. Heutige Schützenfest, 10 Jahre waren wir Schützenfest.
Wie überall hat sich auch das Kronacher Freischießen den Wünschen der heutigen Gesellschaft anpassen müssen. Unterhaltsame Bierhallen, hochtechnisierte Fahrgeschäfte prägen das Bild dieses beliebten Volksfestes. In der Adventszeit erstrahlt die obere Stadt im weihnachtlichen Lichtermeer. Das Christkind grüßt die vielen Besucher aus nah und fern, die sich unter anderem von Weihnachtskrippen, glitzernden Glaskugeln und Glühweinduft verführen und verzaubern lassen. Zur Jahreswende 2002-2003 beginnt die Kranachstadt mit einem fulminanten Feuerwerk ihr Gedenkjahr zur 1000-jährigen Stadtgeschichte. Deutschlandweit machen ein Sonderstempel und eine gelungene Sondermarke der Deutschen Post auf das oberfränkische Städtchen aufmerksam. Und ohne Doppelfehler einwandfrei im Spiel der Tennisclub Küps. Den Reigen aus dem Markt im Süden der Kranacher schließen die Muskel- und Musketenbepackten Musketiere Ortsgebürg zu Küps. Ein herzlicher Gruß an euch. Die fünf Schützenvereine aus Selbitzhaven und aus dem Landkreis Krohhof nach Kronach gefunden, um mit uns 1000 Jahre Kronach zu feiern. Und wir kehren wieder ins Kronacher Vereinsleben zurück. 1000 Jahre Kronach, 1000 Jahre alte Oldtimer, zeigt Ihnen der Oldtimer Club Kronach mit 15 gewaschenen und waschechten Oldtimern aus den altgepflasterten Straßen von Kronach. Thank you.
Kronach, Kreisstadt, Tor zum Naturpark Frankenwald, an der Bier- und Burgenstraße gelegen, präsentiert sich heute als modernes Mittelzentrum mit einer historischen Kulisse, das in dieser Mischung wohl seinesgleichen sucht. Also, wir erwarten Sie bei uns im 1000-jährigen Kronach in Oberfranken.